Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command Born Europe. 1939 mehr Spieler gegen Dudeman. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass der Panzer in Rem doch noch was abbekommt. Aber das sieht solide aus, dass nicht so viel passiert. Und der nutzt weiter sehr viele britische Flak. Die französische ist auch dazwischen. Bin immer noch am Rätseln. Wo sind denn dann die britischen Jagdflugzeuge? Also könnte halt darauf raten, dass die in Afrika sind. Autsch. Sich da bereithalten. Oder er macht gar nichts mit denen, um ein bisschen Geld zu sparen. Oder er plant irgendwas Gemeines, Fieses. Was menschliche Spieler halt zu machen. Er tendiert in Richtung der Achse, das ist auch alles soweit so gut. Der Marinebomber und noch ein U-Boot. Ich hoffe, wir dann im nächsten Zug das durch, dass noch und die anderen paar U-Boote, die kommen, direkt das Upgrade mit drauf kriegen. Und ihr vier steht darum, die stehen darum. Irgendwann mal die Route verlegen. So, der kann ja jetzt noch nichts Sinnvolles machen. Gut, im Prinzip reinwühlen, weiter und natürlich, wenn man es jetzt irgendwie nach Möglichkeit sieht, auch mal jemanden einkesseln. Aber wir können ja erstmal hier einfach vorsichtig aufklären. Jetzt nicht in der Flak fliegen oder in der Einheit direkt. Der wahrscheinlich hier belegt. Fliegt mal da drüben hin. Doch nicht belegt, da sind die Briten. Halt immer noch kein feindliches Jagdflugzeug. Lass mal nach da unten gucken. Hier hatten wir noch. Da ist überall Flak gedeckt. Dann flieg mal dahin. Okay, das französische Jagdflugzeug, aber das zählt nicht richtig. Also wir haben auch die Fallis. Ich meine, die könnten hier, falls da irgendwas frei ist, auch jetzt im Hinterland schon anfangen, Stress zu machen. Dijon zum Beispiel zu erobern, das ist ja gut. Aber genau da fehlt jetzt das eine Feldsicht. Das, wenn man es hätte, sehr viel Eisenbahn. Oder der anderen Bahn läuft nach Chalon und dann über Rem. Das heißt, wenn wir die Jean hätten, dann wären die hier alle schon mal ein bisschen festgesetzter. Und die Orte würden alle ein Stück runterfallen, weil die da keine primäre, sekundäre Versorgung oder Hauptstadt oder so ein Kram haben. Natürlich das eine Feld sieht weiter, man kennt's. Und natürlich auch Verdacht den neuen Bomber, der eh keine Waffen hat, vorbeischicken. Ihr seid alle geflogen, ja. Das, also ich meine, es wäre sehr hilfreich. Ansonsten könnten wir uns hier auch mit den Panzern reinwühlen. Muss man aufpassen, die können ein bisschen besser hauen als die Franzosen. Und ich würde eigentlich nur ungern diese Armee mit der Mobilität verlieren. Wir könnten darum. Gib zu, der Panzer fehlt einem ein bisschen. Ich glaube, der wichtige Kram. Ah, die neuen Flieger sind noch gar nicht unterstellt. Ich bin echt am Überlegen, den mal hierhin aufzuklären. Ansonsten sind die Möglichkeiten ein bisschen limitiert, dahin zu kommen. Man müsste zum Beispiel gleich Panzer schicken. Ja gut, andererseits, wenn er ihn jetzt upgraden würde, würde er im nächsten Zug doch irgendwas können. Oh ne, jetzt will ich es doch wissen. Okay, er hat eine Garnison.
Und da noch eine Armee. Ja gut, weil wahrscheinlich auch sieht, dass da alle Eisenbahnlinien zusammenführen. Da wahrscheinlich auch Richtung Lyon kommen. Gut. Und hier. Mal sehen. Aufgrund der Kontrollzonen kommt man da leider kaum raus. Rum und Lille, Verschanzung 4, halbwegs akzeptable Werte. Das ist unangenehm. Es bietet sich eigentlich sehr viel eher an, das gegen die Armee zu machen, die ein wenig geschwächt ist. Der bei den Panzern. Könnte natürlich den zerschlagen, aber man darf eigentlich nicht in den Sumpf, weil dann wird man von den Bombern zerschlagen. Ah, einen Flugzeugträger haben wir auch noch keine gesehen. Entweder planen die irgendwas oder. Warte hier mal kurz das italienische U-Boot. Ihr seid ja eh noch nie im Krieg. Fast schon die Befürchtung, dass. Irgendwas doch plant gegen die Italiener. Oder die kommen alle im nächsten Zug einfach. Also weiß es halt nicht genau. Das Bergwerk von der Armee gedeckt. Kriegen wir das irgendwie hin? Halt mit Fallschirmjägern dahin und das. Abschneiden. Ja, wegen dieser blöden Armee kommt man halt auch nicht wirklich tief. Sie können natürlich auch relativ bald Paris einnehmen. Könnten auch hier einfach mit dem Panzer hinterfahren. Die Pios raushauen. Hier die irgendwas anstellen. Ja gut, nächste Frage ist da einer. Ich weiß also, ich probiere gerade ein paar Sachen. Man muss halt die richtige Lücke finden. Bei diesem ganzen blöden Flak kriegt man so viele Verluste schon rein, prognostiziert. Hier da drüben eine Lücke. Nö, aber ein bisschen Erfahrung. Da kann halt erst rankommen. Ja, wir schnetzeln den weg und nähern uns der Stadt an. Das ist aber auch nicht so richtig tief. Nicht? Du könntest ein 2-2-1 auf den machen und dich dann verziehen. Ja, 2-1, wie schon angekündigt. 2, was ist denn los gerade? Sieht da mir halt auch keinen Bock, sich zu ergeben. Aufgrund dieser allgegenwärtigen Kontrollzone kann man sich auch kaum einen Meter bewegen. Ein episches 1:1 gegen die Flak erringen. Mal irgendwie Platz machen für die. Steht euch alle irgendwie auf den Füßen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Zug als übermäßig spektakulär bekannt werden wird. Erstmal versuchen, die Panzer darüber zu ziehen, die Armee zu schreddern, vielleicht sogar die Flak, die einkesseln. Das Bergwerk zu erobern wäre wirtschaftlich nicht verkehrt.
Also hier erstmal in der Breite weiter vorzustoßen. Zu 1. Wo sind eigentlich die Bomber? So, ach ja, die Flak. Da braucht man gar nicht nachfragen. Wir haben hier noch echt Einheiten, die daran könnten. Auch da erobern, ja. Garnison kommt. Okay, wir haben einen Bomber an die Garnison ran. Fehlt das? Ja gut, dann wird dem auch definitiv was fehlen. Tatsächlich gar keine große Lust hier irgendwas zu bomben, wenn man schon weiß, dass man so von der Flak kaputt geschossen wird. Zwei einsatzbereite Fallschirmjäger, also dahin springen. Dann könnt ihr alle Einheiten von der Maginot-Linie schon, ja gut, noch hier in die Nähe bringen. Überlegen, das Korps hier reinzustellen in den Sumpf. Kann das vielleicht zerbombt werden? Aber man rückt einfach näher ran. Das Korps ist vielleicht noch verschmerzbarer. Oder hier, ja, es ist kompliziert. Und der dritte Panzer fehlt. Ist auch Teil der Wahrheit. Gut, aber das Bergwerk würde ich dann im Prinzip schon noch gerne haben. Dann ja wahrscheinlich die Flak eh zurückziehen von der Front. Käme man da langsam rum. Eine Flak ist günstiger als ein Chor, da bin ich mir ziemlich sicher, weswegen ich zögere mit dem 1-1, 95 zu 142. Ja, ist günstiger. Und ist halt da noch ran. Und sicherlich auch in das Waldfeld da, wenn man sich es noch holen würde. Auch ein Panzer den wegräumen. Wobei euch ja die Frage, ob ihr hier noch in die Tiefe geht. Da wäre die Frage, ist denn auch sehr jemand? Und da. Die Bomber sind ja nicht dazu da, die ganze Zeit nur aufzuklären. Tja, und das. Nehmen wir an, es ist keiner drin. Falli springt hin und schnappt sich den Ort. Panzer stellt sich in die Nähe. Aber dann ist da halt großer Sumpf, wo man eigentlich nicht unbedingt rein will. Aber wir hätten hier noch bis zu zwei Chor und noch einen Fallschirmjäger, wenn die das dicht kriegen. Oder aber gehen wir davon aus, da ist einer, man springt hier hin. Könnte noch dahin, gut, da könnte zur Not das Chor hin. Sonst würde ich es mal versuchen. Okay, der hat natürlich auch nur 6 Lebenspunkte, das ist auch nicht ganz optimal. Oder vielleicht nicht hierhin, weil ich glaube, da wird er von der Flak zerschossen. Ja, den Zweifel hat noch ein Feld wieder rankommen. Oder wir schicken den Achter auf die gefährliche Mission. Und ziehen den Sechser nochmal wieder rauf. Ich immer noch am liebsten bei Dijon die Bahn blockieren würde, aber aufgrund dieser
ganzen Kontrollzonen hat man da keine Chance ranzukommen. Oder mit dem Panzer nach Dijon zu fahren. 2, 3. Müsste Auxerre aber auch leer sein, damit das klappt. Und Chalon. Weil ohne Chalon verlieren. Warte, wer verliert? Oder wenn er zumindest so schwach ist, dass er keine Kontrollzone hat, hat der alleine keine. Und die Flak alleine hätte keine. Dann käme man hier wunderbar durch. Heißt, wir sollten versuchen, Chalon leer zu räumen und das Bergwerk nach Möglichkeit und das erstmal als Ziele zu sehen. Ich glaube, das reicht für den Moment. Der Haken ist, der wird gut verteidigt. Und da will ich ja auch noch rein. Der Panzer kann uns doch bei nichts helfen. Vielleicht brauchen wir einfach einen der Bomber. Und schöne Flugabwehr hin oder her. In der Hoffnung, dass jetzt irgendeine schwächere Einheit es zu Ende bringen kann. Ach nee, das Korps, das was hier runterkam. Ich würde ihn unterstellen. Die Frage ist, wen will man denn noch rausnehmen? Haben sich ja auch alle schon bewegt. Wobei, wenn man den Fadi erstmal hinten lässt. Preisfrage, wer eigentlich den Ort dann noch betritt. Natürlich eigentlich schon heißen würde, dass dieser Panzer ziemlich sicher darüber heizt. Um den, also das Bergwerk, wenn man es jetzt schon frei gekämpft hat, möchte ich es auch gerne haben. Könnte auch einen Akku vorschicken. Der lege natürlich näher ran, aber der könnte, wenn, dann auch in der Geschichte mithelfen. Wie viel haben wir denn noch? Hier ist noch einer. Einer, da noch einer. Der Fadi springt unspektakulär, aber es. Wenn er dann hier steht und da mehrere Armeen und er sieht, dass es ein schwacher Fall ist, macht er den am Ende noch kaputt. Oder der könnte einfach da rein. Da müssen auch nicht die Panzer irgendwie abdrehen oder so. Und auf Chalon kann der eh nicht so viel machen. Dann geh du da mal hin. Okay, du hast einen 2-2-1 auf die Flak, das könnte sich ja schon lohnen. Vor allem, wenn es ein 3-0 wird, dann. Soll sich ein 2 zu 1 immer erst 3 so richtig lohnen. Okay, das ist ein Ticken teurer. Und vielleicht zur Not noch über doch noch Ypern zurück. Ja. Chalon Schwächen. Sitzt nur leider natürlich sehr, sehr stark drin. Noch den Panzer. Gut, ich meine, wir können einfach hier stumpf nach Paris frei machen den Weg. Oder hier einfach nur auf Verdacht fliegen. Ob da jetzt einer ist oder nicht. Und einfach gerade heraus den Weg weiter erobern. Ah, das Hauptquartier ist da, okay. Dieser Kuh ist da. Ich glaube nämlich auch, dass zum Beispiel die Armee da, ja, 1-1 so wahnsinnig viel ausrichten kann. Oder eins der Akkus, die haben noch, glaube ich, zwei. Gut, also ja, ich finde, ich will den Fall hier nicht verlieren. Ich meine, deswegen würde ich den wirklich lieber erstmal wieder hochziehen. Und jetzt schauen wir mit den anderen Einheiten, die noch über sind, ob die groß was erreichen. Ganz zur Not kann man euch ja noch per Bahn da irgendwie reinschmeißen. Würde sich aber trotzdem so ein bisschen die Verschwendung anfühlen. Okay, du könntest auch die Frontlinie da wieder schließen.
Neil dürfte ja schon fallen von der Stufe her, auch wenn der aus Amiens noch genügend Zeug rüber bekommt. Dann kommt man dann langsam um die Ecke rum. Natürlich auch ein Haku hier rüber schieben, dass ihr hier oben top versorgt seid. Müssen eh nachschieben und hier Platz schaffen, dass die anderen Einheiten nachkommen. Puh, das war hier im Wesentlichen noch. Natürlich alle. Also ihr könntet Verdun erobern, dann hätte man hier mehr Platz. Schauen wir natürlich hier schön dann durch die Mitte und hier oder halt einfach darum. Ich gebe offen zu, ich bin ein klein wenig unentschlossen. Man merkt es wahrscheinlich auch langsam. Man bombt den Pio einfach so, der dürfte ja nicht viel haben. Na gut, wenn der hier rauf fährt, steht er offen mit drei Gegnern dran und potenziellen Flugzeugträgern, die ihn zerschießen. Der fährt da nicht hin, ganz sicher nicht. Denn ich schon sehr gerne zumindest demnächst hier gegen Chalon vorgehen. Sonst, komm, würde ich sagen, haut hier 0-0. Und ich würde sagen, du haust den direkten Weg. Ja, doch hier runter. Aber nee, dann steht man teilweise im Sumpf und wenn dann seine Flieger doch noch auftauchen, wird das unangenehm. Ach, das ist erstmal sehr gut. Aber dann sollten wir den da, denke ich, auch wegmachen. Ist ja ein Wald, man ist ein bisschen geschützt vor Fliegern. Und rück einfach den direkten Weg weiter vor. Musst du eben Platz machen. Sollte ja passen, wenn du hier mal parkst. Vielleicht kann sogar die Armee den kriegen. Sehr schön, ist ja auch ein Stückchen weiter vorne. Versorgungssituation ist. Ja, 6 geht noch. Fahr da schon mal hin und stehe erstmal im Walde. Noch in den Sumpf marschieren, das wäre nicht so das Wahre. Tja, ich mein, du könntest hier. Oder wir heilen den erstmal. Dass er demnächst dann auch mit voller Kraft wieder agieren kann. Wir könnten den anderen Panzer auch doch notfalls einmal per Gewaltfahrt nach vorne beordern. Ist vielleicht nicht sonderlich schön, aber kann der hier direkt mit agieren. Dann hättest du hier nächstes Mal auf den Ort den vorbereiteten Angriff. Musst du nach vorne. So, dann müssen wir hier noch eben sehen. Du machst vielleicht hier erstmal einfach wieder dicht. Ist so tragisch, wenn er da reingeht. Schwer ist natürlich, wenn dann irgendwas Wichtiges da hinten rankommt. Was dahin. Natürlich die Armee. Achso, ich glaube, in Gedanken hatte ich den schon dahin bewegt, dass dass das Akku dahinter sicher steht. Du kannst das Feld nehmen, oder? Jo, dann geh du mal darauf. Dann ist das Feld. Dich machen wir auch fit. Dann haben wir nächstes Mal drei fitte Panzer und hier steht halt irgendwie ein Wald, einem Ort oder noch mehr Wald. Falls seine Flugzeuge auftauchen. Hätte man den doch noch unterstellen sollen.
Na komm, nach Süden ist Sumpf, nach Westen ist auch viel Kontrollzone. Werden hoffentlich schon nicht genügend, also was heißt genügend? Also nicht so viele Gegner rankommen. Dann kommt ihr auch schon mal näher heran. Ja, von euch hier mit dem Fliegen ist halt so eine Sache, weil jetzt noch eine Flak reinrasen ist nicht so das Wahre. Na ja, klar. Auch da anbringen, falls doch noch irgendwie Schiffe von ihm da auftauchen. Es kann natürlich auch sein, dass er dann versucht, den Bomber wegzuschießen. Leider zumindest eine theoretische Möglichkeit. Gut, immerhin, wir haben das Bergwerk, zumindest unter Androhung, Deal einzukesseln. Und stehen auch schon sehr in der Nähe von Paris. Eine kleine Lücke, aber sei es drum. Vielleicht auch eher mal da, obwohl irgendwann wird er sich da wahrscheinlich zurückziehen und dann braucht man ein paar Leute, die danach sitzen. Gut, wird schon schief gehen. Was haben wir danach neu, ehe man wieder was vergisst? Ein Marinebomber. Erstmal hierhin geht, denke ich, um halt zu gucken, ob hier irgendwo mal einer auftaucht. Und ein U-Boot, das erstmal irgendwo einen Hafenplatz nimmt. Komm, sonst kannst du erstmal noch tiefer fahren. Wenn man sein Upgrade abwartet. So, dann die Schiffe. Du bist so nah dran. Jetzt kannst du auch auf Schleichfahrt da rein. Nur so, falls doch ein Zerstörer da ist. Einmal auftanken und heilen. Dann geht's weiter. Und du versuchst dich weiter hier ranzuschleichen. Irgendwann haben wir hier demnächst die Häfen. Niemand da. Warum ist da niemand? Wo sind die? Ich habe immer mehr den Eindruck, dass Italien eine unschöne Überraschung droht. Auch erstmal zurück. Aber würde dann nicht eine Grenze? Also, das ist gerade heikel, sehr heikel. Sitzt bitte NM-Ziele. Wobei der ist eigentlich für die Abfahrt nach Afrika geplant. Das ist kein NM-Ziel, den könnte man da noch runterziehen. Also die Italiener sollten die Infanteriewaffen forschen. Dann noch machen, was an Geld da ist. Na gut, den. Der noch nicht im Krieg. Er sollte hier rüber nach Tobruk und das zumindest scheint ja erstmal noch problemlos zu klappen. Wenn wir uns dann ich auch noch leicht nach vorne. Könnte vielleicht nachher auch noch raus. Und den dann vielleicht da rein oder so. Naja, wir werden mal sehen. Wo sind die alliierten Schiffe? Okay, da sind ein paar. Oder fährt man gerade einfach nur komplett aneinander vorbei? Kann ja auch sein, theoretisch. Und ansonsten stehen die Italiener, die Deutschen haben noch ein bisschen Geld über. Wir sind soweit am Forschungslimit, an Diplomatie bin ich gerade nicht groß interessiert. Wenn wir bei den anderen so gucken. Na, 60 MPP bekommen die schon, das ist unangenehm. Ihm auch keine Diplo oder so. Dann können wir uns also mit der Kaufleiste auseinandersetzen. Also da wäre einmal das Thema einer Luftabwehr. Wenigstens eine, wenn die rechtzeitig in Afrika wäre. Ich meine jetzt August. Dezember, irgendwann geht's los. August. Ja, dann schifft man die erstmal nach Italien oder mit dem Zug nach Italien. Dann noch auf ein Schiff. Also ich glaube, irgendwie es wird Zeit, das Ding zu kaufen. Wir könnten theoretisch auch direkt noch einen kaufen. Pio.
Und ihr könnt hier schon die ganze Zeit alles zuschaufeln. Unsicher, oder wir halten das Geld erstmal. Weil man sieht ja schon, wie lästig Flak sein können. Wenn ich erstmal hypothetisch davon ausgehe, dass er in Afrika mehr Zeug und da hat, wäre es gar nicht verkehrt, noch eine von denen zu haben. Aber die letzten. Na gut, man könnte die Schiffe hochrüsten. Auf die Marinewaffen und dann hier. Aber komm, Marinebomber, der. Wir können das Geld hier erstmal halten, sehen, was passiert. Und dann denke ich jetzt auch mal den Zug beenden. Ja, und die Armee ist so Schrott, die muss eh auch wieder geheilt werden. Gut, ja, ich denke, wir können den Zug beenden. So, die Konvoi-Route aus Narvik, die soll verlegt werden, ja. Kommt auch endlich mal was an. Bereitet sich vor, ist aber noch nicht drin. Weiterentwickeltes Flugzeug. Sehr schön, wir hatten schon beim Panzer. Das läuft doch jetzt endlich. U-Boot 1. Und auch endlich mal ein bisschen Einkommen. Ja, gut. Dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Tubemen mit rein, wo die britischen Flieger sind. Vielleicht stehen die auch in Großbritannien und machen einfach nur nichts. Naja, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.